Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und heute, da nehmen wir eine Aufnahme, also nehmen wir eine Filmkritik auf, ganz knapp vorm Kinorelease. Und erneut habe ich hier jemanden am Start, der schon den ein oder anderen Film gesehen hat. Jemand, der für eine Internetseite schreibt, die uns auch heute noch kurz vorstellen will und der auch schon eine geile Rezension zu dem Film geschrieben hat. Moin, Phil. Moin, moin, ich grüße dich, hi. Vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir. Was ist eigentlich nerdtalk.de? Gute Frage. Nerdtalk ist, ja, wie du schon sagst, von der Domain nerdtalk.de eine Seite, aber insbesondere ein Filmpodcast. Und wir sind jetzt schon im 11. Jahr unterwegs und waren bis vor kurzem so ein Dreier, also ein Zweiergespann, bestehend aus Lars, einem Filmstudenten aus Berlin, und mir. Und seit jetzt so Herbst 2017 haben wir es ein bisschen gewechselt, waren so in so einer kleinen Findungsphase sozusagen. Und jetzt besteht der Podcast aus drei Leuten, dem Andi, der schon vor ein paar Jahren mit dabei war und jetzt wieder eingestiegen ist, dem Micha, der auch ein absoluter Filmfreak ist, und ja, weiterhin mir sozusagen. Und wir versuchen jede Woche eine Sendung zu machen, aktuell klappt das alle zwei Wochen, und ja, wenn wir uns dann zusammensetzen, dann aber auch richtig, dann reden wir irgendwie über 10 Filme, das dauert dann 2 Stunden oder sowas, und ja, du hast dann alles dazwischen, sei es ein paar Streaming-Filme, sei es Kinofilme, über Lady Bird haben wir auch schon gesprochen und diverse andere Filme, die auch noch anlaufen, Sneak Previews besuche ich sehr gerne, und da gibt es immer ein buntes Potpourri, und wenn dann noch ganz viel Zeit bleibt, dann gibt es noch die Nerdtalk Extended sozusagen. Da interviewe ich dann Leute, die ja, irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben oder wo es mal interessant ist zu verstehen, wie die was mit Medien machen, sei es jetzt irgendwo, dass ich ein paar Streaming-Services schon mal interviewt habe oder eben auch mal Blinde oder Gehörlose gefragt habe, Mensch, wie geht ihr eigentlich ins Kino? Geht ihr überhaupt ins Kino, du als Blinder, wenn du gar nichts siehst? Und macht das dir als Gehörlose wirklich Spaß, wenn du dort nur das Bild siehst und keinen Ton dazu hast? Funktioniert das? Interessant, es funktioniert. Wow, also ich merke schon, 11 Jahre haben wahnsinnig viel Themenvielfalt, auch interessante Themen wirklich habt ihr da am Start gehabt. Ich war auch ganz begeistert. Ich habe dann, als ich ein bisschen mal rumgegoogelt habe und euch ein bisschen so gesucht habe, auch gesehen, dass es da irgend so einen Live-Podcast gegeben hat mit Publikum. Kann das sein? Soweit nicht. Wir machen ab und zu eine Live-Sendung einfach ins Internet gestreamt, wo man uns dann mit Chat da begleiten kann. Man kann uns in der Sendung auch direkt anrufen und dann mit uns in Diskussionen ansteigen und so etwas. Wir haben es mal geplant gehabt, dass wir eine große Live-Sendung sozusagen machen. Da gab es aber dann zu dem Zeitpunkt, wo wir es ausprobiert haben oder ausprobieren wollten, eben zu wenig Response. Und vielleicht lag es auch an der Location. Wir wollten alle in den Norden ziehen. Ich meine, ich kam aus Hannover, oder ich kam aus Hannover, kann ich jetzt sagen, zwischenzeitlich bin ich Wahlberliner. Der Andi kommt auch aus der Nähe von Hannover, wir wollten uns in Hamburg treffen, vielleicht hat alles südlich des Weißwurst-Äquators keinen Bock gehabt, nach in Norden zu reisen. Mal gucken, aber es gibt so manche Hörer, die sagen, lass uns doch nochmal tatsächlich eine echte Live-Sendung machen. Bock darauf hätten wir ja. Na, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei 11 Jahren. Danke. Ich glaube, ich auch einiges an Expertise da angesammelt. Da behalten wir euch auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, und so soll es sein. Heute soll es um einen Film gehen, den du bereits angesprochen hast. Mit Lady Bird haben wir einen Film, der kommt in Deutschland am 19. April. Das ist ziemlich genau morgen, in die deutschen Kinos. Geht wohl laut meiner Internetseite des Vertrauens 95 Minuten, hat eine Altersfreigabe ab 0, also quasi ohne Altersfreigabe, sagt man ja dann auch. Und das ist ein Film, der auch, der allein schon bei den Oscar-Nominierungen und in diesem ganzen Oscar-Umfeld wahnsinnig viel Publicity abbekommen hat. Wann hast du den denn gesehen? Ich habe den vor 1,5 Wochen gesehen, da lief er in einer Berliner Sneak Preview, und ich habe mich extrem gefreut, ihn da sehen zu können, weil schon viele hier in Deutschland auch immer sich darüber ausgelassen haben, wie grandios der Film wäre, und ich war dann sehr neugierig, und da war ich dann echt sehr dankbar, als er dann in einer Sneak lief. Mega, und hat ja auch wirklich, also wirklich viel positive Presse auch bekommen. Man kommt nicht umhin, den Film als, es ist ein Coming-of-Age-Film, das muss man sagen, das ist ja so ein Schlagwort, das man unbedingt benutzen muss, wenn man über diesen Film spricht. Und ja, ich weiß nicht, aber vielleicht können wir ja mal versuchen, so ein bisschen den Inhalt zusammenzufassen. Wenn du willst, kannst du einfach mal beginnen und ja mal so erzählen, worum geht es eigentlich bei Lady Bird? Was ist Lady Bird?
Lady Bird ist Christine McPherson, da, gespielt von Saoirse Ronan, so muss man, da muss ich mal aufpassen, Saoirse Ronan heißt sie. Sie spielt eine, die 17-jährige Christine, die aber eigentlich lieber Lady Bird genannt werden möchte. Und wir begleiten sie eigentlich einfach nur durch ihr junges Leben und Erwachsenwerden. Sie lebt in Sacramento, fühlt sich da aber irgendwo dann doch eingeengt und strebt nach was Größerem, strebt nach Großstädten, strebt nach Abenteuer und sie muss aber irgendwo natürlich nochmal so an ihrer katholischen Highschool auch noch irgendwie sich durchkloppen in Sacramento. Ihre Mutter ist auch so ein bisschen verschroben, ein bisschen zu bemütternd sozusagen, kümmert sich ein bisschen zu sehr um ihre Tochter. Der Vater hat auch irgendwo so seine Probleme. Also im Grunde ist Lady Bird, nennen wir sie jetzt einfach mal so, eine ganz normale Jugendliche in einer eigentlich dann ganz normalen Familie, weil es irgendwo Macken und Kanten gibt und wir begleiten sie quasi, ich weiß nicht, also ein Jahr ist es nicht, aber eben durch eine sehr wichtige Phase in ihrem Leben, wo es eben darauf zugeht, dass die Highschool beendet wird und Lady Bird jetzt so langsam sich auch von ihren Eltern und natürlich auch Sacramento abnabeln möchte. Ganz genau. Und das ist, also ich habe hier gerade dieses Presseheft auch vor mir liegen, das bei der Pressevorführung gegeben hat. Die Dame ist wohl 17 Jahre alt und erlebt eben genau das, was man als 17-Jährige so erlebt, ja. Das sind wohl offensichtlich, ist eben, man muss auch sagen, es ist ein katholisches Umfeld, ja. Also da werden offensichtlich erst mit 17 auch die Jungs dann, wie es scheint, interessant. Da gibt es aber auch die beste Freundin, mit der sich natürlich auf intimster Ebene auch austauscht. Da gibt es einfach Abenteuer, da gibt es so ein bisschen auch sich selbst beweisen. Ich glaube, was es in den Staaten auch noch vielleicht ein bisschen mehr gibt, als das hier bei uns gibt, ist so dieses, sich gegenüber irgendwelchen Klassenkameraden zu behaupten, die halt so die Coolen sind und man selber will irgendwie auch der Coole sein, aber eben dann auch so Stück für Stück diesen Entwicklungsprozess eben der Abnabelung von eben, wie du es schon sagtest, der Familie und der Heimatstadt Sacramento. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die große Masterfrage, wie kam dieser Film an? Funktioniert das denn? Sind diese ganzen Oscar-Nominierungen denn jetzt auch gerechtfertigt? Und da würde mich jetzt mal echt interessieren, wie sieht das denn bei dir aus? Ich meine, man muss ja auch mal so sagen, ich meine, er war in 5 Kategorien zum Beispiel für die Oscars nominiert, unter anderem auch als bester Film, aber sagen wir, wie es ist, abgeräumt hat er keinen. Zu Recht oder zu Unrecht? Er hatte natürlich eine starke Konkurrenz, also auch wenn ich finde, dass die Oscars nicht immer an die Kandidaten gegangen sind, denen ich sie persönlich gegeben hätte, aber im Grunde nach war das ja ein ganz, ganz toller Film. Er hat nur, und das finde ich, um es auch vielleicht gleich vorwegzunehmen, so gut der Film auch ist, er ist halt einfach nur, das ist wirklich eine relative Angabe, ein weiterer Coming-of-Age-Film, der ganz viele, ganz, ganz tolle Facetten hat. Wir werden uns ja gleich nochmal kurz auch über den Stab unterhalten, also die Schauspieler. Ich finde, dass die junge Frau, also die Protagonistin, die deren Namen ich immer nicht so einfach aussprechen kann. Saoirse Ronan. Ja? Einfach ins Mikro rein nuscheln, wird schon stimmen. Saoirse Ronan heißt sie. Das ist also eine ganz süße, die auch ganz toll spielt und also sie spielt eine 17-Jährige und ich könnte mir vorstellen, dass es das vom Alter her auch gut hinkommt. Also es ist eine ganz tolle Rolle. Wir haben generell viele tolle Charaktere und auch schauspielerische Leistungen. Wir haben wahnsinnig gute Dialoge und auch tolle Landschaften. Aber insgesamt erzählt der Film halt eigentlich nichts Neues. Also ich kann mir vorstellen, dass er nimmt quasi so Versatzstücke aus anderen Coming-of-Age-Filmen, würde im Zwischen kommen so ein bisschen aus dem Comic-Bereich, da würde man das Slice of Life-Comic nennen. Also er erzählt einfach nur einen Teilaspekt, quasi so ein bisschen Teil einer Lebensgeschichte einer jungen Frau, wie sie zu Hauf wahrscheinlich auch in den Staaten, auch in anderen Ortschaften tausendfach schon vorgekommen ist. Und da ist halt die Frage, erzählt der Film jetzt eine neue, irgendwas Spektakuläres oder sind das gar nicht so die Maßstäbe, die ich an den Film setzen will und gehe eher mit einem kleineren Maßstab an den Film ran. Kurzum, der Film ist ganz toll und hat deswegen auch zu Recht ganz viele tolle Nominierungen da bekommen, auch bei diversen anderen Awards ja auch. Aber also in den Punkten, wo er denn nominiert war, hatte er einfach noch dann jeweils auch deutlich stärkere Konkurrenten. Also um da jetzt mal den Kreis zu schließen, also der Film war nominiert als bester Film, beste Regie, Greta Gerwig, ja, muss man auch mal sagen, Erstlingswerk, glaube ich, bestes Originaldrehbuch, auch von Greta Gerwig und beste Hauptdarstellerin, Saoirse Ronan und beste Nebendarstellerin, Laurie Metcalf und Laurie Metcalf spielte, wen spielte sie denn? Die Mutter, glaube ich, ne? Genau, die in diesen 5 Kategorien war Lady Bird für die Oscars zumindest nominiert. Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Was schätzt du? Nicht schummeln. Wie alt ist Saoirse Ronan?
Oh, okay. Also ich habe nicht geguckt und ich hatte jetzt eben ja gesagt, sie macht die 17-Jährige ganz Ja, gut. ganz genau, Also ich richtig. würde sagen, sie ist auf keinen, also sie, also wenn dann sogar eher noch, naja, wobei. Okay, ich sag mal, sie ist 18. Du sagst, sie ist 18. Sie ist ein 94er Baujahr und damit 24. Wow. Okay, krass. Das ist aber beeindruckend. Ja, tatsächlich. Also das und nein, nein, also da sind wir im Grunde schon mal bei einem Aspekt, der noch nicht so viel mit dem Film zu tun hat. Sie wurde ganz schön im positivsten Sinne heruntergewirtschaftet in dem Film. Sie ist da ja tatsächlich nicht die Wunderschöne und die Heiße und so weiter, sondern sie ist da irgendwie so ein Mädel von nebenan. Und sie sieht halt da auch manchmal nicht so ganz schick aus und sowas. Und sie ist halt ein ganz normales Mädchen. Und da haben die Maskenbildner wirklich einen guten Job gemacht. Wobei Saoirse Ronan jetzt mit ihren 24 Jahren jetzt auch nicht so krass alt aussieht. Aber ja, ich war auch ziemlich überrascht, dass sie dann doch dieses im Verhältnis zu 17 Jahren zumindest gestandenes Alter hat. Aber interessant, da sind wir genau bei dem Aspekt, den ich bei diesem Film so hervorragend fand. Lady Bird ist normal. Er ist so unspektakulär. Er macht keine großen Szenen oder irgendwie so etwas, sondern das, was man in Lady Bird sieht, ist das Leben. Ja, und das fand ich so ganz großartig. So wie die Rolle von Lady Bird so unspektakulär ist und eben auch jetzt nicht die absolute Schönheit ist, sondern einfach ein ganz normales Mädchen, was irgendwie ganz normale Bedürfnisse hat. Ich meine, jeder von uns, der irgendwie dann so in das Alter kam, wollte sich dann so abnabeln und irgendwie die ganzen Heimatstädte sind beschissen und man sucht sich einen neuen Freundeskreis und jetzt bin ich doch sowieso erwachsen. Es gibt so eine ganz tolle Szene in dem Film, wo Lady Bird dann tatsächlich ihren 18. Geburtstag feiert und dann in irgendwie so ein Kiosk oder Liquor Shop reingeht und sich dort harte Alkoholiker und Kippen und sogar ein Pornoheft, glaube ich, kauft. Endlich saufen. Genau. Und und sie dann auch so sagt, weil ich darf das jetzt kaufen. Ich bin jetzt 18. Ich habe heute Geburtstag. Und der Verkäufer dann auch nur so, ja, okay, Glückwunsch. Who Aber cares? mal, ja, tatsächlich. Aber mal ganz ernsthaft, waren wir nicht alle total stolz, als wir 18 waren? Der eine ist sofort an dem Tag irgendwo in den nächsten Puff gegangen, der andere. Ich habe relativ kurz nach meinem 18. Geburtstag mir ein PC-Spiel ab 18 gekauft und ich habe mich geil gefühlt dabei. War auch unsicher, weil ich wurde natürlich nach dem Ausweis gefragt, aber das sind alles solche Geschichten, das ist normal. Und Lady Bird macht eben nicht diesen großen Bogen, macht große Liebesdramen oder wenn Liebe zusammenbricht, dann wird da auch nicht der große Liebeskummer inszeniert, sondern in irgendeiner Form, fuck man. Das Leben geht weiter. Und so geht das Leben bei Lady Bird auch weiter. Und sie lebt auch weiter. Natürlich ist sie dann auch mal traurig, als dann so die Liebe in die Brüche geht. Zumal Lady Bird ja noch einen weiteren Faktor hat, was die Liebe da betrifft. Trotz alledem dreht sich die Welt weiter und auch Lady Bird lebt weiter. Und das zeigt der Film so toll. Und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, dass er eben nicht so pompöse Coming-of-Age-Geschichten erzählt. Es gibt so eine ganz tolle Abschlussszene bei, wie heißt das? Perks of a Wallflower. Wie heißt er auf Deutsch? Vielleicht lieber morgen mit Emma Watson. Da gibt es ganz zum Schluss diese Szene, wo dann die Jugendlichen auf einem offenen Pickup in den Sonnenuntergang nach einer durchgemachten Nacht fahren. Emma Watson guckt in die aufgehende Sonne, der Wind weht durch ihre Haare. Im Hintergrund singt David Bowie, We Could Be Heroes Just for One Day. Alter, das war auch ein ganz, ganz großartiger Coming-of-Age-Film, aber er hat halt ganz, er hat das mit Pauken und Trompeten inszeniert. Und Lady Bird ist da so normal, so unspektakulär, so nah an der Realität und das fand ich so toll. Und gerade diese reduzierte Art und Weise, den Film dann eben auch zu präsentieren und hier eben jetzt nicht, sage ich mal, einen großen Epos zu erzählen, sondern eben wirklich mal einen Schritt zurückzugehen und da vielleicht auch andere Perspektiven und Blickwinkel zu ermöglichen, das ist natürlich auch eine Sache, von der man ausgehen kann, dass die Greta Gerwig hier im Speziellen so auch gewollt hat. Sie ist wohl selbst, also Regisseurin ist wohl selbst auch in Sacramento geboren und mit Jahrgang 83 tendenziell ja auch eher noch dem jüngeren Hollywood-Volk zuzuordnen. Und wird da, also und der Film, das sind auch ihre Aussagen, hat natürlich
natürlich teilweise auch autobiografische Aspekte von ihr, ja. Also sie hat wohl das Drehbuch eben geschrieben und hat dann natürlich auch Sachen reingepackt, wie sie sie erlebt hat, wie sie Sacramento auch wahrgenommen hat. Und das ist natürlich auch einfach mal schlichtweg vermutlich ihr Ziel gewesen mit diesem Film. Es ging jetzt gar nicht vielleicht da so darum, die einzelnen Figuren so in den Vordergrund zu rücken, wobei dann natürlich die Protagonistin da einen ganz entscheidenden Anteil des Films trägt, aber eben auch Sacramento und die Menschen in Sacramento zu zeigen. Und das tut sie eben sehr erfolgreich, indem sie eben diesen Blick auf diese Familie hat und dann eben auch verschiedene Sets abarbeitet, wie unter anderem die Schule, an der sie ist. Wir sehen die mal in einem Klamottenladen eine Runde shoppen. Wir sehen die natürlich in der Kirche, wie sich's gehört. Und in vielen anderen Locations, die anscheinend, ich war noch nie dort, typisch für Sacramento sind. Also ich war da auch noch nicht, muss ich ganz offen sagen. Aber weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind es typische Aktivitäten von irgendwie so einer jungen Frau. Schule, Kleidung kaufen endlich mal. Und da gibt es auch immer wieder ganz, ganz großartige Szenen, auch gerade jetzt beim Einkaufen der Kleidung, wo dann Lady Bird sich mit ihrer Mutter auseinandersetzt und es einen ganz, ganz großartigen Dialog gab, wo dann die Mutter irgendwie so zwischen den Zeilen sagte, Mensch, also ich will ja aus dir etwas Schönes machen, ich will ja, dass du gut aussiehst. Und die Lady Bird dann darauf antwortet, irgendwie sinngemäß, und was ist das, was du hier siehst, wenn das alles ist? Mhm. Das ist so solche ruhigen Momente, solche tiefen Momente eingeflochten in den Alltag, bringt der Film immer wieder mit. Es gibt noch so eine Szene beim, wo der Vater sein Sohn, wobei, da stellt sich auch nochmal die Frage, ob das tatsächlich der Sohn ist, bei der Berufssuche unterstützt und ihm dann in einer ganz, ganz besonderen Szene ihm nochmal dann die Krawatte richtig rückt und so etwas. Und das sind so ganz ruhige Szenen, wo du merkst, dass trotz dem ganzen Stress, trotz dem ganzen Problemen, die es da gibt und auch der Normalität irgendwie, die der Film inszeniert, dann doch eine unfassbare Tiefe von Liebe und Zuneigung dort in dieser Familie, trotz dessen, dass sie ganz schön zerstritten ist, vorherrscht. Und das ist eine schöne Message, wie ich finde, dass irgendwo der Film einem auch mitgibt. Pass auf, auch wenn du dich streitest, auch wenn du den ausgestreckten Mittelfinger deiner Heimatstadt hinzeigst, aber es ist deine Heimatstadt und gerade die letzte Szene in Lady Bird zeigt dann auch nochmal, irgendwo wirst du, du bist halt eine Tochter und du hast deine Heimat in Sacramento und solche Dinge wirst du nicht los und es ist gut, dass du sie nicht los wirst. Und das zeigt dieser Film so, so großartig, so normal. Ich verstehe das, um ehrlich zu sein, ich verstehe das auch nicht so richtig, warum ich einen stinknormalen Film so geil finde. Vielleicht, weil er so extrem normal ist. Dass mal auch wirklich eine Abwechslung ist im Vergleich zum ganzen Krawall der letzten Zeit, das stimmt wohl. Ne? Da wir gerade jetzt eben auch diese ruhigen Momente angesprochen haben, diese ruhigen Momente hat sie natürlich vor allem mit Familienmitgliedern und natürlich auch Freunden. Die war quasi zweite große Rolle im Film, trägt ihre Mutter. Gespielt von Laurie Metcalf, würde ich sie aussprechen. Die junge Frau, die Dame kennen wir aus, natürlich relativ aktuell aus dem Nerd-Bereich, aus Big Bang Theory, wo sie Sheldons Mutter spielt. Und wir kennen sie auch natürlich aus der guten alten TV-Serie Roseanne, die jetzt, glaube ich, auch ein Revival sogar erlebt, bei dem sie wieder mit dabei ist. Und also das Gesicht kommt einem sowas von bekannt vor, die kann man sofort zuordnen und wie gesagt, wenn man die beiden TV-Serien kennt, dann weiß man auch, wer sie ist. Und ihre Leistung wirklich ganz toll, weil bei ihr sehr glaubhaft ist, sie ist halt eben die Mutter. Das heißt, sie hat im Kern ihrer Figur eine starke Liebe zu ihrer Tochter, ist natürlich aber einfach auch aufgrund der angespannten familiären Situation. Ja, es geht also nicht allen Familienmitgliedern gut, ganz im Gegenteil, es gibt da wirklich auch Streit und eben auch der Belastung. Sie ist wohl, glaube ich, Krankenschwester oder Ärztin sogar, ich glaube eher Krankenschwester in einem Krankenhaus, schiebt auch mal Doppelschichten, hat da entsprechend Stress, ist gezwungen, einfach auch Geld mit nach Hause zu bringen. Und in dem Zusammenhang ist sie da einfach auch ein bisschen, also einfach angespannt. Und diese Anspannung entlädt sich natürlich auch im einen oder anderen Gespräch mit der Tochter. Da wird es dann einfach auch mal ein bisschen zickig, glaube ich, wie das auch so ist zwischen Töchtern und Müttern in dem Alter, dass man sich da mal so anzickt. Aber auf der anderen Seite, wenn es gilt, eine lange, stundenlange Fahrt anzutreten, dann singt man gemeinsam im Auto oder hört sich stundenlang irgend so ein Hörspiel an. Also da gibt es dann durchaus auch eben mal diese familiäre Verbindung und diese durch den kompletten Film durchgängig spürbare Liebe, anders als zum Beispiel jetzt zuletzt bei I, Tonya, wo ja auch eine ganz große Rolle eben hier von dem Charakter, die Mutter, die da gespielt wird, da habe ich die Liebe nie so richtig abgekauft, im Gegensatz eben zu hier zu Lady Bird, wo wir diese familiäre Liebe auf jeden Fall merken. Ja,
Ja, gut, bei Lady Bird, Quatsch, bei Itonia, glaube ich, gibt es auch keine wahre Liebe, und wenn, dann war sie sehr stark versteckt in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Ja, aber bei Lady Bird ist es genau das, dass trotz dessen, dass sie sich streiten, da diese Zuneigung da ist. Und da merkt man auch, Lady Bird ist, selbst wenn sie am Ende des Films 18 ist, dann doch irgendwo ein Kind und hat noch viel zu lernen. Auch das zeigt uns irgendwie so die letzte Szene, wo sie dann Zuflucht sucht und so weiter. Auch das ist sehr schön, das zu beobachten, weil man man hält sich ja selber auch immer so ein bisschen für denjenigen, der irgendwie total verrückt ist und ein total komisches Leben hat, und dann stellt man fest, nein, alle haben so ein Leben und alle fühlen sich dann auch trotz Streit und Differenzen und eben womöglich auch Entfernung, physischer Entfernung dann doch zueinander hingezogen und wertschätzen ein irgendwie, weil es ist dann doch der Vater, es ist die Mutter, es ist der Bruder, es ist das eigene Leben, und das schafft der Film es gut irgendwo zu inszenieren, ohne eben dabei kitschig zu sein, ja, und der Grat ist schmal, der Grat ist wirklich schmal. Ich meine, du kannst es entweder überdimensionieren und dann große Emotionen hervorrufen, dass du flennend oder laut lachend in der Ecke sitzt oder liegst, je nachdem, oder du kannst es eben super kitschig machen und dann wird es sehr peinlich. Und Greta Gerwig schafft es ganz genau, diesen Grat zu gehen, eben dann doch schon die Probleme auf den Punkt zu bringen, aber in einer so nüchternen Unspektakularität, dass es zu 100% realistisch und naheliegend ist und eben nicht kitschig ist, aber man trotz alledem ein Interesse daran hat, wie geht denn das jetzt weiter? Ja, also es ist nicht so dokumentarisch dargestellt, sondern man sympathisiert natürlich mit Lady Bird, man sympathisiert mit der Mutter und dem Vater, aber natürlich insbesondere, wie gesagt, mit Lady Bird und ihren Problemen und ja, allem. Quasi, gerade wenn sie dort ihre erste Liebe findet und die in vielerlei Hinsicht unerwartet abläuft. Wow, habe ein neues Wort gerade gelernt, finde ich mega geil. Spektakularität, das werde ich jetzt auf jeden Fall auch häufiger benutzen. Mega gut. Es gibt ja nun wirklich einen ganz tollen Cast, und um es vorwegzunehmen, ich sehe hier keinen einzigen Totalausfall, ganz im Gegenteil, das waren alles gute bis sehr, sehr gute Leistungen dabei. Es gibt auch so den einen oder anderen, den ich einfach noch rausgreifen möchte, jetzt nicht zu viele, um das auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber ich finde die Leistung von Lucas Hedges sehr gut. Lucas Hedges spielt hier Danny O'Neill. Danny O'Neill, sagen wir es mal so, ist das erste Love Interest von Lady Bird, ja, also der Protagonistin. Und das, finde ich, ist eine ganz bezaubernde, und das Wort bezaubernd nutze ich echt selten, Liebe. Ja, also die Beziehung, die beiden untereinander haben, sodass erste sich kennenlernen, auch unter diesem, ja, die sind im Endeffekt ja auch in diesem strikten Wertegeflecht natürlich auch ein bisschen eingespannt, wo man ja eigentlich auch nicht zu viel machen darf und man darf nicht zu lange draußen bleiben. Und auf der anderen Seite ist er vielleicht eher aus einer aus dem Umfeld, das so ein bisschen mehr Geld hat, im Gegensatz zu Lady Bird, die eher so, wie gesagt, am Existenzminimum vielleicht sogar teilweise kratzen, wie das so aufeinander prallt und wie die auch miteinander umgehen und dass da definitiv eine Sympathie vorhanden ist, das merken wir unter anderem eben auch an der Leistung von Lucas Hedges, der mir hier sehr gut gefallen hat. Ich, ja, muss ich voll zustimmen, also gerade diese Unsicherheit, die beiden auch vorantreibt, diese ja, Sorge, wie muss ich jetzt mit meinem Gegenüber umgehen, und trotz alledem, dieser innere, ja, Trieb klingt jetzt sehr, sehr, sehr tierisch, sehr animalisch, aber dann doch irgendwo dieses innere, der Wille, dann doch irgendwie miteinander was anzufangen, und die beiden wissen nicht so richtig, die wären sich da sehr dankbar, glaube ich, gewesen, hätten sie irgendwie eine Bedienungsanleitung füreinander vorgelegt bekommen, und dass sie genau das nicht haben, das merkt man eben super in beider Schauspiel an, und ist natürlich dann auch sehr schön anzusehen, weil auch da findet man mit Sicherheit Parallelen zum eigenen Leben. Auch wir sind jetzt nicht beim ersten Mal rausgegangen und haben den dicken Macker raushängen lassen, sondern waren uns auch irgendwie unsicher. Fuck, wie läuft das jetzt alles hier? Wie sind jetzt eigentlich die Regeln, die keiner einem so richtig erklärt, aber offensichtlich alle kennen, bis auf man selber irgendwie nicht. Ja, und das machen die beiden wirklich großartig. Inzwischen sind wir natürlich total die Experten, da macht uns keiner mehr was vor, das ist logisch. Boah, volle Latte, du, im wahrsten Sinne des Wortes. wir haben eine Frage noch. Ich habe nämlich eine Sache, glaube ich, nicht ganz verstanden bei dem Film. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gibt es ja diesen von Stephen Henderson gespielten, was ist das, Father irgendwas, Father Levi, wie heißt er, Leviatsch, weißt du Bescheid? Das ist der den Kindern quasi die Schauspielschule, der Schauspiellehrer ist quasi, ja. Der bisschen stämmige. Und der
Ich weiß nicht, ob das nur angedeutet wird, aber ich habe den Film auf Englisch gesehen, vielleicht habe ich einfach das nicht mitbekommen. Ist ja irgendwann, also er lebt bis zum Schluss, keine Sorge, aber ist irgendwann eben kein aktiver Teil des Casts mehr. Er geht da so raus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum er seines Amtes da enthoben wird. Hast du das verstanden? Hat das einen persönlichen Grund gehabt, eine Krankheit oder vielleicht sogar irgendwelche Vorlieben, die er entwickelt hat? Ich wusste, dass da irgendwie dieser Aspekt da noch mit reinfliegt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, auch nicht mehr. Jetzt, wo du sagst, ist mir das auch bewusst geworden und ich glaube, es wurde auch thematisiert, aber so krass, wie es dir aufgefallen ist, ist es mir nicht aufgefallen. Nichtsdestotrotz ist das ja auch ein ganz interessanter Charakter, weil er ja, also es gibt so eine Szene, wo die dann anfangen sollen zu weinen, irgendwie an sehr traurige Dinge denken sollen oder so etwas und er ist der Erste, der dann anfängt zu weinen. Eigentlich die Respektspersonen und so etwas. Und da sagst du, da merkst du spätestens in dieser Szene, dass er auch ein besonderer Charakter ist und eben nicht der normale Lehrer, sondern irgendwo auch selber Probleme mit sich herumträgt. Aber was jetzt am Ende der Auslöser ist, dass er nicht mehr mit dabei ist, beziehungsweise dort dann keine aktive Screentime mehr bekommt, weiß ich nicht. Tut mir leid. Okay, dann geht ihr da mal besser draußen ins Kino und sagt uns das mal im Feedback. Wir freuen uns ja immer wahnsinnig über Feedback. Das heißt, das Ganze gibt es dann ja auf so ziemlich jeder Online-Plattform. Das heißt, also, ihr könnt euch natürlich klassisch als Podcast runterladen. Das könnt ihr euch aber genauso gut auch auf YouTube anhören, im Kommentarbereich was posten. Ihr könnt euch das im Blog anhören, wo man sich halt sowas anhört. Und da könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr mitbekommen habt, warum der dann irgendwann nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Um das jetzt hier vielleicht auch mal langsam zu einem Ende zu kommen, würde ich vorschlagen, wir kommen zum Fazit. Außer du willst jetzt noch Sachen vom Fazit einfügen? Nein, nein, bitte. Okay, sehr gut. Ich schieb mich da einfach mal vor. Ja. Das ist ein Film, Lady Bird, der wirklich sehr gut ist. Der hat zu Recht diese ganzen Nominierungen gekriegt und das ist ein Film, der auch zu Recht Aufmerksamkeit bekommt, eben weil er sich aufgrund seiner Normalheit, seiner Unspektakularität, auch dadurch einfach mal aussehen, das ist was anderes, der hat ein paar ganz tolle, interessante Charaktere und reiht sich auch so ein bisschen ein in Filme, die beispielsweise jetzt hier Florida Project ja auch vielleicht sogar Kinder hat, so Familien zeigt und eben einfach jetzt mal wieder eine andere Art von Familie zeigt, mit fantastischen Schauspielern, fantastischen Dialogen und eben auch ja, fantastischen ja, so Aufnahmen einfach. Ich glaube, wenn man so auch nur aus der Nähe der Südstaaten kommt, also aus der Nähe von Sacramento kommt, dann findet man das ziemlich geil. Ich persönlich kann dem Film aber leider keine volle Punktzahl geben. Bei uns gibt es immer auch so 5 bis zu 5 Punkten, weil dafür müsste er ein absolutes Meisterwerk sein. Und um ein absolutes Meisterwerk zu sein, und das nehme ich mir einfach raus im Rahmen meiner subjektiven Bewertung, müsste mir irgendwas erzählen, was ich halt, naja, womit ich nicht gerechnet habe. Also sei es irgendwie, vielleicht nicht unbedingt gleich ein Twist, aber zumindest irgendwie einen ganz krassen Dialog, der mir in Erinnerung bleibt. Oder irgendeine Interaktion zwischen Schauspielern, irgendein Handlungsverlauf, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Und naja, der kommt halt leider nicht vor. Ich gucke einer jungen Frau beim Erwachsenwerden zu und das macht sie sehr gut. Der Weg dahin ist das Ziel und deswegen auch wunderbar zu sehen. Aber es ist eben leider nicht so, dass ich dem Film nur deswegen schon eine volle Punktzahl geben kann. Und so wäre ich bei 4 Punkten, vielleicht sogar wirklich mit der Tendenz dann zu mehr. Also wenn wir halbe Punkte sagen, dann 4,5 sogar, aber mehr kann ich leider nicht vergeben. Wie sieht es denn bei dir aus? Okay, also eine 5-Sterne-Bewertung heißt bei mir, der Film hat mich total gegen die Wand gerockt und ich würde ihn mir am liebsten gleich im Anschluss nochmal anschauen, um da jetzt mal so eine Abgrenzung zu schaffen, wie bei mir dann halt die 5 Sterne werten oder bewertet werden. Und Lady Bird ist ein Film, der, ja, wie schon häufiger gesagt, ein sehr normales Aufwachsen erzählt und man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss mit diesem Film wirklich warm werden, gerade weil er so unspektakulär ist und so wenig Haken und Ösen hat, wo man sagen kann, oh mein Gott, jetzt bin ich super hooked und ich will wissen, wie das weitergeht, sondern man einfach einer jungen Frau beim Erwachsenwerden zuschaut, braucht man eine Weile, um mit diesem Film und den Charakteren klarzukommen, weil die werden auch nicht groß eingeführt, so wie andere Coming-of-Age-Filme startet der Film einfach in the Action. Es geht los mit einem Streitgespräch im Auto und zack sind wir in dem Leben von Lady Bird, von ihrer Mutter und so weiter drinne. Da brauchen wir eine ganze Weile warm zu werden mit den Charakteren und zu verstehen, wie ticken die und so weiter. Wenn man das einmal verstanden hat, beziehungsweise wenn man sich mit diesem Film dann auseinandergesetzt hat, offenbart sich wirklich eine ganz, ganz großartige Familienbeziehung mit vielen normalen, ganz normalen lebensbegleitenden Ereignissen, die jeder von uns schon mal durchlebt hat und
von Lady Bird in einer, ja, sehr groß, oder nennen wir sie mal beim Namen, von Saoirse Ronan, großartig dargestellt werden. Mit viel Mimenspiel und Gestikspiel und natürlich auch einem großartigen Drehbuch. Und mit jeder Minute, die dann nach dieser etwas schwierigen Einstiegsphase dann ich diesen Film gesehen habe, umso mehr gefiel mir dieser Film, umso mehr habe ich ihn vergöttert, eben für seine Unspektakularität, da ist das Wort wieder, und eben seine schöne Art, genau solche Lebensereignisse zu erzählen. Und tatsächlich war für mich dann das Ende auch wirklich dann ein großartiger Schlusspunkt, ein dicker Strich als Summenformel. Man kann jegliche Metapher nehmen, das super abgeschlossen. Ich war restlos begeistert und ich gebe ihm die 5 von 5. Ich bin aus dem Kino raus und habe mir gesagt, okay, jetzt willst du diesen Film nochmal angucken, weil er einfach so, auch gerade im Subkontext, so herzlich ist, so liebevoll und so natürlich. Mega. Phil, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über Lady Bird zu sprechen. Selbstverständlich packe ich alles, was es zu dir gibt, also alle Links und natürlich auch die Link, die Filmkritik, die du geschrieben hast, die werde ich auch in die Shownotes packen, ja, sodass man sich das nochmal in Ruhe anschauen kann. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Ja, kann ich nur zurückgeben. Auf jeden Fall, gerne. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Jo, hau rein. Tschüss.